So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Heute gibt es nämlich Pizza, aber nicht irgendwelche Pizza. Wir haben uns drei besondere Pizzen rausgesucht und das ist hier einmal die One-Two-Tomato, ne? Das ist original eine Tomatenpizza, guckt euch die mal an. One-Two-Tomato, keine Ahnung, 55% Gemüse, Vegetables, 100% Geschmack, Taste, 100% anders, different, vegan. Und das wird ein Dreiteiler, denn es sind drei verschiedene. Ihr werdet heute diese Tomatenpizza sehen. Dann haben wir beim nächsten Mal diese hier. Das ist im Prinzip eine Blumenkohlpizza. Getze Cauliflower Power. 37% Gemüse, 100% Geschmack und anders. Zack. Die sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Getze Cauliflower Power. Und im dritten Teil gibt es dann Be Smart, Be a Beetroot. Also rote Beete Pizza, 34% Gemüse, 100% Geschmack, 100% anders. Die werde ich jetzt alle drei heute machen. Und werde dazwischen das Video immer cutten, dass ihr jedes Mal ein anderes seht. Das ist also heute das Thema, diese leckere Tomatenpizza, die gönnen wir uns heute, die machen wir auch mal auf, gucken mal, wie die dann ausschaut, wenn die auf ist. Dazu ziehen wir einmal hier den Karton, so, vielleicht hebe ich mir die Pappe wieder auf, jetzt tun wir das hier raus und guckt euch das an, die ist schon schön rot, ne? Ich stelle euch mal kurz hier hin, alles so komisch gemacht. Ich stelle euch hier hin, ich mache das fix auf, dann gucken wir uns das an. Dann hauen wir es in den Ofen und dann gucken wir es uns nochmal an, wenn es dann fertig ist. Okay. Interessanter Boden auf jeden Fall. Besteht der Boden auch aus Tomaten oder was? Oder was soll das sein? Sind da Zwiebeln drauf? Leckere frische Zwiebeln? Ist das wie so ein leckerer Tomatensalat mit Zwiebeln? Guckt euch die auf jeden Fall an. Sieht die gut aus? Sieht die nicht gut aus? Was sagt ihr? Vegan auf jeden Fall. Ohne Fleisch, ohne alles. Einfach nur eine Tomatenpizza. Die hauen wir jetzt mal in den Ofen, weil das Backpapier immer schwarz wird. Hauen wir das einfach ohne Backpapier rein. Das Licht vom Ofen geht auch nicht. Ist kaputt. Ist egal. Lassen wir jetzt so drin und melden uns zurück, wenn es fertig ist. So, die Pizza ist also jetzt fertig. Guckt euch das mal an. Die dampft auch noch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und ich muss sagen, die riecht echt mega genial. Das riecht im Prinzip wie eine schöne, leckere Tomatensoße. Da würde es doch bestimmt richtig gut passen, da einfach ein paar Nudeln drauf zu machen. Ein paar Spaghetti kochen und dann da drauf knallen. Dann habt ihr eine schöne Nudel mit Tomatensauce Pizza. Und es gibt ja viele Dönerläden, die drehen euch immer Spaghetti-Pizza an. Aber da ist halt Dönerfleisch und Spaghetti und sonst was und alles ist so fettig. Aber dieses reine Nudel mit Tomatensauce auf einer Pizza vereint, habe ich an sich so noch nicht gesehen. Oder ihr merkt gar nicht, dass da irgendwo was Tomatiges ist. Die strotzt einfach vor Tomaten. Die riecht auf jeden Fall sehr fruchtig und frisch. Ein paar Zwiebelchen dabei. Ein richtig hauchdünner brauner Boden. Das sieht schon aus wie ein Vollkornboden. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall kein normaler Pizzaboden. Die sieht auf jeden Fall sehr besonders aus. Die riecht besonders. Die schmeckt sicherlich auch besonders. Da könnte ich mir jetzt, wenn ich das rieche, muss ich einfach an Nudeln mit Tomatensauce denken. Habe ich noch nie erlebt. Und denkt nicht, ja, das ist einfach eine Pizza Margherita, ne? Wo ein paar Tomaten mit drauf sind. Nein, Mann, das ist eine Tomatenpizza, eine richtig heftige Adi! Tomatenpizza auf jeden Fall. Ich werde mir das jetzt teilen, wie gesagt, ich mache dann noch die zwei anderen. Die kriegt ihr aber in einer Extrasendung. Und, keine Ahnung, wo haben wir die überhaupt her? Die habe ich im Netto, die haben wir im Netto gefunden, sogar diese Woche, also letzte Woche, also am Wochenende. Könnt ihr mal gucken, vielleicht findet ihr die auch noch. Ich versuche die jetzt ganz schnell hochzuladen in den nächsten drei Tagen, immer eine Folge. Wir probieren aber mal die gute Tomatenpizza mit ganz viel Tomaten drauf.
ist wie eine Art Bruschetta irgendwie, aber trotzdem anders. Bruschetta ist immer noch ölig. Der hat auf jeden Fall einen super Knusperboden. Und obwohl die gerade original frisch aus dem Ofen kommt, dann kann man die theoretisch direkt gleich so essen. Durch den dünnen Boden ist sie auch nicht ultra heiß. Die Zwiebelchen dabei passt. Ist wie gesagt völlig vegetarisch. Wenn ihr die nicht kennt, probier die mal. Jetzt ist das Ding, es gibt viele Leute, die mögen keine Tomaten. Oder die sagen, Tomaten, die sind so säuerlich auf die Dauer. Wenn sie viele Tomaten essen, dann tut ihnen die ganze Schnauze weh. Das kann hier vielleicht auch auftreten. Also, wenn ihr gerne Tomaten esst, probiert das. Wenn ihr sowieso nicht so ein Tomatenfan seid, dann lasst bitte die Finger davon. Denn das ist wirklich, wie wenn ihr einfach 10 Tonnen Tomaten esst, einen ganzen Tomatensalat alleine hin und her. Manche haben danach wirklich Probleme. Ich finde es interessant auf jeden Fall. Mir fehlen trotzdem die Nudeln oben drauf. Aber die Zwiebelchen passen gut dazu. Hier haben wir sie nochmal, wie gesagt, die Tomatenpizza aus dem Netto. Wenn ihr die auch mal probieren wollt, guckt mal vorbei. Blumenkohl, rote Beete, testen wir noch. Wir haben mit der angefangen, weil Tomate auf Pizza ist ja jetzt nichts Besonderes. Blumenkohl geht auch, aber rote Beete stelle ich mir am schlimmsten vor. Deshalb steigern wir uns. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmm.